In der letzten Folge gab es ein torloses Remis. Das wollen wir in dieser Folge vermeiden. Wir spielen gegen Preußen Münster das zweite Saisonspiel. Mal gucken, was wir diesmal reißen können. Wir haben neue Spieler, die wir jetzt auch einsetzen können. Ein Stürmer von Eintracht Braunschweig. Also Abdullahi. Und sonst sieht das hier auch ganz gut aus. Keiner irgendwie im roten Bereich. Wagner sollten wir auswechseln. Denn er ist noch nicht ganz fit. Ich nehme mal hier vorne jemanden. Und dann mal gucken, wie wir uns schlagen. Ja, Preußen Münster kann ich jetzt nicht unbedingt einschätzen. Aber ich glaube, so die letzten Jahre... waren die, glaube ich, oben mit dabei, ne? Das beherrsche ich nicht. Daher sollte ich das besser auch lassen. Okay. Die nächste Runde. Wir versuchen uns zu konzentrieren. Aber mit dem neuen Stürmer sollten wir nicht gut dabei sein. Mal gucken. Also. Wir wollen natürlich unbedingt einen Sieg. Damit wir ein paar Punkte sammeln und damit ihr nicht so sauer seid, weil das letzte Spiel 0:0 ausgegangen ist. Das war natürlich eine Zumutung. Hat mir selber auch nicht viel Spaß gemacht, wenn man da nichts hinbekommt. Aber das ist ja bei mir keine Seltenheit. Und in der letzten Folge war ich auch ein bisschen verpeilt. Ich weiß nicht, ich habe viele Fehler gemacht irgendwie, ne? Auch am Anfang habe ich gesagt, dass wir schon auf Weltklasse gespielt haben, aber das stimmt ja gar nicht. Also ich habe mich da einfach ein bisschen versehen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir auf Weltklasse gestellt haben, aber ich habe gesagt, dass wir auf Weltklasse gespielt haben, aber das stimmte ja am Anfang der Folge noch nicht. Daher alles ein bisschen kompliziert. Da habe ich Fehler gemacht. Und war bestimmt auch ein bisschen verwirrend. Vorher haben wir auf Profi gespielt und haben dann halt auf Weltklasse umgestellt, weil wir auf Profi viel zu hoch gewonnen haben. Und natürlich wollen wir hier auch eine Herausforderung haben. Und ich denke, dies ist nun gegeben. Aber dazu gehört auch, dass man eventuell hier ein paar Schwierigkeiten hat beim Spiel. Und sich auch ein bisschen mehr konzentrieren muss. Und deshalb versuche ich es so ein bisschen weniger zu reden. Und mich mehr auf das Spiel zu konzentrieren. Ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Aber wir wollen ja auch ein positives Resultat haben. Und das war... Was war das? Was habe ich mir dabei... Das meinte ich gerade. Das meinte ich, ne? Gut, das vergessen wir ganz schnell. Okay. Vielleicht kommt mir jetzt die erste Gelegenheit. Nein, wir verpendeln den Ball. Der Ball ist weg. Vielleicht aber jetzt nochmal die Möglichkeit, den Ball nach vorne zu bekommen. Aber es wird immer und immer wieder gestoppt. Zudem muss ich auch sagen, dass wichtige Stammspieler nicht mehr dabei sind. Also zwei Spieler sind verletzt. Also der eine ist fast wieder fit, aber da steht halt noch so ein Pflaster. Und daher möchte ich ihn noch nicht einsetzen. Die erste Möglichkeit für Preußen Münster. Und das sah gar nicht mal so schlecht aus. Da müssen wir uns vorhüten. Das sollte nicht so oft passieren. Also defensiv müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Klar, wir sind Aufsteiger. Und eigentlich kann man da nicht so viel erwarten. Dennoch hat man ja Träume, die man gerne erfüllen möchte. Also... Ja, die Zielsetzung, Erster zu werden, ist, glaube ich, viel zu heftig. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber so ein Mittelfeldplatz oder ja, bis zum fünften Platz wäre das schon echt cool. Okay. Jetzt vielleicht die erste Möglichkeit. Natürlich sollten wir ein bisschen mehr abspielen. Versuche ich jetzt gerade auch und das ist die Möglichkeit doch. Oh! Forsten! Forsten! Kein Tor. Alter Schwede. Das war knapp. Schade.
Ich glaube, das war sogar unser neuer Stürmer. Oder nee, doch nicht. Jemand anderes. Nämlich das hier ist unser neuer Stürmer. Und hier bekommen wir einen Freistoß. Ich warte noch mal kurz. Dann dürfen wir den Freistoß so ausführen. Hier vorne vielleicht hin. Vielleicht schaffen wir dann ja einen Kopfball. Aber so ist es leider nicht. Und die Kontermöglichkeit für Preußen Münster. Aber können wir das verhindern? Das können wir gut verhindern. Und wenn wir jetzt clever sind, dann kann das auch was werden. Aber ich will da, glaube ich, einfach zu viel, ne? Ich will da einfach zu viel. Und dann wird daraus auch nichts. Und wieder einmal steht es 0 zu 0. Keine Tore. Das wollen wir verhindern. Aber wir hatten schon eine Großchance, die wir eigentlich auch hätten nutzen müssen. Konnten wir allerdings nicht. Das große Problem, aber ich gehe da viel zu falsch rein. Ich musste einfach viel mehr rausmachen. Ich sehe das doch selber, ich sehe das doch selber. Eieieiei. Also, gut. Jetzt haben wir ihn. Zeit lassen, Zeit lassen. Rüber und... ja, das sieht gut aus. Bloß nicht den Ball verlieren. Und kaum habe ich das gesagt, schon ist es passiert. Das war wohl abseits. Okay, ungewöhnlich. So, diese Position. Aber vielleicht jetzt. Ja, warum mache ich denn da einen Steilpass? War nicht clever, war nicht gut. Ist mir bewusst. Dennoch, ja. Preußen Münster hat eine höhere Ballkontrolle, also mehr Ballbesitz. Quasi das bessere Team, aber ich denke, wir haben mehr Chancen bisher. Oh, riskant. Riskant und Ballverlust. Und ich glaube, das macht gar keinen Spaß, sich das anzugucken. Vielleicht sollte ich doch wieder auf Profi stellen, aber dann würden wir echt hoch gewinnen, denke ich. Und das wollen wir auch nicht. Oder was heißt recht hoch? Ich denke aber, dass wir dann eine höhere Chance haben, um zu gewinnen. Oder eine relativ hohe Chance, um zu gewinnen. Und ich denke, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Weder als Spieler, noch als Zuschauer. Aber ganz ehrlich, wenn man sich als Zuschauer immer wieder ein 0 zu 0 angucken muss, dann kann das, glaube ich, auch keinen Spaß machen. Deshalb müssen wir unbedingt zusehen, dass hier mal ein paar Tore fallen. Hoffentlich für uns. Meine Nase ist gerade so ein bisschen blockiert. Vielleicht hört man das gerade. Ich spreche, glaube ich, auch gerade ein bisschen nasal. Dafür einmal Entschuldigung. So, unsere Möglichkeit. Jetzt mal von außen. Aber steht ja niemand. Jetzt aber, hier, komm. Eigene Dummheit von mir. Ja, jetzt haben wir ihn. Aber die stehen da echt kompakt. Vielleicht müssen wir hier kurz warten oder ich muss mal hier auf Offensiv stellen. Aber ist ja eigentlich auch relativ riskant. Und dann passiert sowas. Er steht auf Offensiv. Natürlich kann jetzt eben in Konter kommen und dann liegen wir zurück. Das wollen wir eigentlich nicht, aber ich möchte auch, dass ihr mal ein paar Tore seht. So, da haben wir den Ball. Und vielleicht jetzt die Möglichkeit, um mal ein Tor zu schießen, aber diese Möglichkeit erhalten wir nicht. Ist einfach alles im Mittelfeld und deshalb nicht sonderlich spannend.
So, Krämer. Ei. So, das sieht doch mal gut aus. Wenn wir den Ball jetzt nochmal rüber spielen können, aber können wir leider nicht. Ich glaube, auch für uns wird es Zeit, den ersten Wechsel zu vollziehen. Die Taste? Nein, die falsche Taste. Ah, so, okay. Ich denke, Krämer sollte ausgewechselt werden. Dafür kommt ein Stürmer rein. Vielleicht nicht die beste Wahl. Und hinten sollten wir nochmal wechseln. Somit machen wir einen Doppelwechsel. Mal gucken, wie effektiv das Ganze ist. So, die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Ah, Mensch. Mensch. Aber jetzt kommen so langsam die Möglichkeiten, die wir eigentlich auch nutzen sollten. Jetzt hier. Nein, abseits. Ah, das hätte mir doch klar sein müssen. Da hätte ich direkt nach außen ziehen sollen. Oder nach innen ziehen sollen, besser gesagt. Und dann wäre daraus vielleicht etwas geworden. Aber so steht es immer noch nach 67 Minuten 0:0. Aber vielleicht jetzt. Das sieht doch mal gut aus. Aber warum? Steilpässe kommen bei mir nicht an. Bei der PlayStation habe ich da nicht so viele Probleme, aber hier bei der Nintendo Switch ist es irgendwie schwierig, aber ich drücke gerne diesen Knopf. Wobei da echt nicht viel ankommt. Den Ball nun irgendwie erkämpfen. Ich will hier kein 0:0. Damit das klar ist. Auch ein 1:1 wäre cool. Wobei, wenn wir in Führung gehen, möchte ich natürlich, dass wir auch gewinnen. Okay, nächster Versuch. Der Pass kam nicht an. Es sieht nicht gut aus. Und ich kann den Ball auch gar nicht wirklich annehmen. Ich krieg das nicht gebacken. So, vielleicht eine Einzelaktion wäre gut. Komm, jetzt aber. Ich komme da einfach nicht durch. Jetzt sind wir relativ offensiv. Große Gefahr, dass gleich ein Konter passiert. Und jetzt wieder Preußen Münster. Aber ich denke, dass wir die Mannschaft eigentlich schlagen müssen. Jetzt ist mittlerweile schon die 80. Spielminute erreicht. Und es steht immer noch 0:0. Gelingt uns der Siegtreffer oder endet auch dieses Spiel, wie das letzte Spiel gegen die Würzburger Kickers, 0:0. Ich will das nicht. Aber wir hatten eine große Torchance. Auch vom neuen Stürmer. Daraus wurde allerdings nichts. Und es wird immer und immer später. Und es passiert nichts. Ein müder Kick quasi wieder. Eine Zumutung. Aber vielleicht erhalten wir jetzt nochmal die Möglichkeit.
um ein Tor zu erzielen. Aber was war das denn? Oh Mann. Da mache ich solche Fehler. Ah, ist das ärgerlich. Jetzt die Möglichkeit für Preußen Münster. Und das wäre fast das 1:0 gewesen. Und er ist verletzt. Dann habe ich ihn wohl zu lange spielen lassen. Also gerade läuft es nicht so gut. Und natürlich, diesen Spieler muss ich jetzt auswechseln. Da habe ich keine andere Wahl. Ja, da habe ich jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Aber das ist dann meine Dummheit. Und so verletzen sich dann die Spieler. Und das ist natürlich doof. Kriegen wir noch eine Tormöglichkeit? Nein. Auch dieses Spiel endet 0:0. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, aber ja, Standardergebnis 0:0 zum zweiten Mal. Klar, ist auch gut, dass wir 0 Gegentreffer haben, aber 0 Tore zu schießen ist echt nicht schön. Naja, lässt sich gerade nicht vermeiden. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr erreichen. Wir haben ein paar E-Mails bekommen. Und ich gucke einmal. Aktuelles aus Deutschland werden wir uns nicht angucken. Angebot zur Ausleihe abgelehnt. Okay. Scout-Abschlussbericht gucken wir uns auch nochmal an. Was ist denn hier los? Ein neuer Spieler, zentral offensiv, und der scheint auch echt gut zu sein. Schauen wir uns mal an. Also, auch diesen Spieler würde ich gerne ausleihen. Zentral offensiv können wir auf jeden Fall jemanden gebrauchen. Ganze Saison. Und mal gucken, was er so sagt. Dann gehen wir nun erstmal zurück und dann werden wir bestimmt irgendwas erhalten. Und da habe ich was vergessen. Diesen Spieler habe ich nicht eingesetzt. Tut mir leid. Ah, vielleicht beim nächsten Mal. Gut, wahrscheinlich kommt jetzt die Info. Spieler verletzt. Pipapo. Dürfen wir nicht einsetzen. Dabei, eigentlich müsste das doch bei den E-Mails kommen. Aber hier steht gerade nichts. Aktuelles aus der Schweiz. Da habe ich auch einen Scout hingeschickt, glaube ich. Oder nee, der war standardmäßig da. Aber ich habe da gerade keinen Fokus drauf. Ich möchte lieber hier das nächste Spiel beschreiten. Ja, wir können auch mal auf die Tabelle gucken. Wir sind jetzt gerade 15. Und das soll sich ja natürlich ändern. Wir wollen nach oben. Tore 0, Gegentore auch 0. Das könnte besser sein. Also, nächstes Spiel gegen Magdeburg. Ein starker Gegner, aber ich bin der Hoffnung, dass wir das schaffen. Also gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, erstmal ciao.